Herr Stecker, Angst braucht man im Lehmburg-Museum wahrlich nicht zu haben. Was passiert hier am Samstag? Sie wissen ja, wenn man Angst geschrieben hat beim Psychotherapeuten, dann baut man die Angst ab. Das ist der Grund, warum hier das Angstschild steht. Also zur Begrüßung schreiben. Ja, schreiben. Also Angst braucht man in der Tat nicht zu haben. Was geschieht? Ab 2 Uhr gibt es hier ein riesen Musikprogramm von Van Kölges mit seinen Freunden, mit seinen Kollegen. Die ziehen auch auf die Kö, holen die Leute dort ab. Es gibt Stelzenläufer, es gibt zu trinken und zu essen, es gibt Programme, es gibt Erklärungen von Skulpturen durch Kölges, durch unsere Museumspädagogik, musikalisch untermalt. Wir wollen einfach klar machen, dass ein Museum wie das Lehmburg-Museum in Duisburg ein Bürgermuseum sein will in Zukunft, immer schon war, noch mehr sein will und aus diesem Grunde keine Eröffnung mit Reden, sondern ein Museumsfest. Hört sich richtig gut an. Bis Samstag. Danke, bis Samstag.